So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Spelunky 2. Beim letzten Mal haben wir einige Sachen kennengelernt, haben das Spiel kennengelernt, haben das Tutorial gespielt, haben die zweite Ebene einmal gefunden. Und heute sind wir hier im Hub und gucken mal, was hier abgeht in diesen ganzen Räumen und sowas. Aber ich glaube, hier schlafen die einfach nur. Ja, hier sind drei Zimmer, okay. Kann ich mit euch reden? Ich hörte, du hast Fortschritte beim letzten Durchgang gemacht. Ich war in der grünen Ebene. Okay, die sagen alle dasselbe? Scheinbar. Und was ist hier? Das ist wahrscheinlich dann der Abkürzungsweg. Das wird hier dann alles aufgebuddelt oder so. Oder da oben sind die Abkürzungen. Ja, wahrscheinlich mehr Schlafräume auch für die ganzen neuen Bewohner oder so. Okay, Zeit wieder in den Dungeon zu gehen. Die Wände bewegen sich. Versuchen wir erneut unser Bestes. In einer weiteren Runde ist Spelunky. Ich würde gerne den Truthahnmann schaffen. Das klingt so nach einer Challenge, die würde ich gerne schaffen. Aber ich würde auch gerne darüber gehen. Das sieht halt auch gerade super interessant aus. Wir müssen einfach mehr erforschen, würde ich sagen, für den Anfang. Aber alles erst auf den ersten Ebenen so meistern. Das war viel Geld. Zack. Dieses Totem-Ding ist echt gefährlich. Ich leg mal eine Bombe da unten rein. Das ist, nicht so gelaufen wie erhofft. Ja, dann, verschwende ich mal noch mal ein Seil und hol den Mobs mit. Ups, ich wollte dich nicht hauen. Mobs hauen ist böse. Hui. Da können wir nicht lang gehen. Okay, gehen wir den normalen Weg. Es gibt eigentlich immer einen Weg, der... Warum ist denn auch was im Weg? Habe ich noch irgendwas zum Werfen? Ich kann eine Bombe fallen lassen. Der Mobs stirbt halt durch den Pfeil. Okay. Die waren scheinbar schon aktiviert. Warum auch immer. Ja. Okay. Umso besser für mich. Wenn man an der Kante steht übrigens, ist bei der letzten Folge einmal passiert, als ich eine Fackel hatte. Wenn man hier so steht, dann lässt man die Sachen fallen, wenn man zu lange an der Kante steht. Also aufpassen. Ja, das war ein guter Wurf. Das hat ihm nicht zu viel Schaden gemacht. Zack. Zack. Mobs abgeben. Einmal auf dich drauf hüpfen. Ach, so perfekt hier durchgerannt. Rennt er jetzt panisch rum? Nee, nicht mal. Die sind so süß, dafür, dass sie eigentlich böse sind. Böse! Böse! Es gibt hier so viel zu erkunden, das ist so cool. Ich liebe es gerade sehr. Ich habe sehr gestruggelt damit, ob ich irgendwie Spelunky aufnehmen möchte oder nicht, weil es halt trotzdem ein so zerstört, dieses Spiel. Aber ich glaube, das ist eigentlich lustig für euch. Aber sehr frustrierend für mich an manchen Stellen. Okay, hier ist wieder der Schlüssel, also können wir uns wieder das Auge des Horus hier holen. Hast du schon geschossen? Bin mir ziemlich unsicher, ich laufe da einfach mal nicht hin. Doch, da unten liegt der Pfeil. Okay. Ich traue meinem Wissen nicht, weil ich weiß eigentlich, dass die bei allem schießen. Aber wenn ich dann immer keinen Pfeil rausfliegen sehe, bin ich dann immer sehr irritiert, so, hä? Hat sich was geändert? So. Warum sind hier so abgesperrte Türen? Das heißt ja, da ist wieder ein Shop oder sowas. Hallo Schlange? Im Schlüssel. Das ist ja da wieder ein Shop oder so, ne? Ja, genau, so ein Kleidershop. Kleidershop klingt eigentlich ganz gut. Wir haben 11.000. Hallo. Warum heißt es gegen? Ach, Present. Oh, Junge, diese Übersetzungen immer. wir nehmen wieder die Spike-Schuhe und wir nehmen noch die Brille dazu. Die macht genau dasselbe wie das Auge von Horus. Also ich weiß nicht, warum ich es gerade mitgenommen habe, aber wir hatten Geld. Was ist das? Kann ich den Schlüssel hier vielleicht verschwenden? Aber ich denke nicht. Wir brauchen da bestimmt einen eigenen Loose-Bekleidungsladen. Ne, wir brauchen hier was Eigenes, um es aufzusperren. Okay. Vielleicht hat er den Schlüssel. Mit Shopkeeper legen wir uns später an. Mit Shopkeeper anlegen ist tatsächlich eine relativ valide Strategie. Die Sache ist die, wer wird wütend? Und auf jeder Ebene, im gesamten restlichen Run, kommt dieser Shopkeeper, der am Ausgang steht, also da rechts von uns, steht jeder Ebene, ein Shopkeeper mit einer Shotgun, der uns umbringen will. Es wird halt ultra stressig, jeder Ebene an dem vorbeizugehen. In Holzkisten ist immer Loot drin, die sind super nice. Ja, wenn euch alles vom Spiel gerade verwirrt, schaut bitte den ersten Part, da haben wir auch viel erklärt und gelernt. Soll ich da rübergehen? Ein Seil? Ja. Hab ja nur schon drei hier verschwendet auf der Ebene. Ja,
ist ein Hulu. Ach so, ja, stimmt. Aha. Cool. Ja, das ist dasselbe wie die Brille. Jetzt haben wir jetzt zweimal eine Brille. Ihr seht übrigens, oben in der Mitte ist das Item, ne? Also oben bei meinem Geld da. Oben rechts. Oben Mitte rechts. Das ist gerade geschlossen, das Auge. Das heißt, hier gibt es keine Secrets. Wenn es Secrets gibt, öffnet sich das Auge. Das heißt, man muss auf der Ebene nach etwas suchen. So, du kommst mit. Du bist mein neuer Kumpel. Das Skelett hat mich gerade sehr überrascht. Dieser Maulwurf soll da unbedingt rauskommen. Nee, nicht unter mir. So. So, das Geld wollte ich hier unbedingt haben. Wo ist diese... Ah, da ist die gefährliche Vase. Ich will die gefährliche Vase noch holen. Komm schon, Maulwurf, bitte. Kackviech. Ja. Tschüss. Okay. Zu lange auf der ersten Ebene. War das die erste? Nee, die zweite Ebene. 3 Minuten ist, glaube ich, der Timer. Ich bin nicht sicher. Ihr seht es wahrscheinlich beim Zuschauen eher, weil da oben rechts ein Timer läuft. Aber ich habe es schon im Schnitt gesehen. Also passt alles. So. Das ist sehr nervig. Aber man kann die eigentlich gut beseitigen. Ist eigentlich alles relativ fair trotzdem gehalten. Dafür, dass dieses Spiel so unfair ist. Der Truthahn-Master. Okay. Ich suche nach Truthähnen. Ja, ich möchte helfen. Okay. Dann beeilen wir uns mal. So. Wir entschärfen einfach alles. Da ist ein Truthahn. Okay. Also, erst alles clearen, bevor man Truthahn sammt. Got it. Ergibt irgendwie auch Sinn, aber jetzt weiß ich es erst recht. So, wir könnten uns den Hundi hier mitnehmen. Hängt gleich noch ein Plan. Doggo, komm mit. Fein. Magst du das entschärfen? Danke. Okay, Hund wollte ich eh nicht haben. Gut entschärft, Hund. Ich vergesse, dass diese Mistkäfer nicht werfbar sind. Das ist irgendwie eine komische Mechanik, weil normalerweise alles, was werfbar ist, ist halt werfbar. Und hier auf einmal alles außer Mistkäfer ist werfbar. Ich habe die Falle vergessen. Gut, das war eh ein komischer Run. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spelunky. Ich liebe es. Es ist halt echt schön. Es ist halt echt schön dumm, dieses Spiel, so gefährlich wie es ist. Aber es ist halt so hart belohnt in seinem Erforscherdrang. Ah, man kann nach unten werfen im Sprung. Ich weiß nicht, ob das früher auch ging. Das ist cool. Hier ist irgendwie alles gerade. Ich würde gerne den... Okay, tschüss, Maulwurf. So, machen wir es mal so. Genau. Gut, dass ich die Vase nicht getroffen habe. Oh, ich habe die Fledermaus übersehen. Die Vase nicht getroffen habe, sonst wäre hier die Hölle los. Aber ich bevorzuge Mobs über Geld. Ein Diamant ist halt 5000 wert. Also in der Hinsicht schon krass. Okay. Dank dem Maulwurf weiß ich, dass die Falle nicht aktiv ist. Kann auf die Schlange hier rüber hüpfen. Mal kurz runter gucken. Okay, der wurde geprügelt. Danke, Prügelinator. Sehr nett von dir. Die Vase nehmen wir mit. Aber indem ich die da rüber... Okay. Es sind halt manchmal Schlangen drin, muss man halt immer aufpassen. So, da ist eine Falle. Und da ist der Ausgang. Okay. So, dann geben wir mal den Mops ab. Zack. Oh, das ist nicht kaputt gegangen, der Fall. Cool. So, man kann Sachen auch peitschen. Ja, wenn man sie nicht weit genug schiebt. Wir sprengen hier mal. Ich würde gerne wissen, was hinter den ganzen Steinen ist. Ich habe meinen Pfeil in mich reingesprengt. Ah, nichts. Ich höre aber irgendwas. Keine Ahnung. Dann muss das passen. Wir kriegen ja wenigstens ein Herz zurück. So, 3 Ebenen waren es, oder? Bis zum Dingsbums. Der Pfeil kann halt so halt auf einen drauffallen und dann umbringen und so. Das ist dieses Spiel, ne? Okay, okay. Oh, oh. Ich bin sogar noch reingelaufen. Also, tot habe ich schon mal verdient. Das ist nett. So. Ich würde gerne wissen, was der bewacht. Weil früher waren die immer so in einzelnen Räumen und haben nichts gehabt. Und jetzt hat... Okay. Und jetzt hat er da eine Tür hinter sich. Das ist neu. Ich bin nicht gestorben. Nein, nein. So, was machen wir mit dem Maulwurf?
Hey, ich habe einen Stein drauf geworfen. So. Kannst du dich mal verziehen? Einfach weggeworfen. Kann der seitlich rauskommen? Kann er. Okay. Aber wir haben ihn besiegt. Komm mit, Mobs. Hier ist, glaube ich, noch nicht die Truthahn-Ebene. Hä? Halt. Zack. Sehr schön. An das Geld komme ich nur mit einem Seil. Ja, also so Sprung-Upgrades oder sowas sich holen. Irgendein cooles Upgrade am Anfang sich holen, ist sehr nett. Der Mobs guckt. Der will übrigens permanent weiterlaufen, wenn man ihn einmal aufgehoben hat. Oh, was ist das? Ein Fallschirm. Wird dein Leben retten, wenn du... Ah, wenn ich tödlich falle, aktiviert er sich. Mops, geh mal kurz nochmal hier hin. Muss da einen Pfeil runterwerfen. Natürlich. Danke. So, jetzt kannst du zu mir laufen. Mops Retter 3000. Let's go. So, ach, das ist noch die erste Ebene auch. Okay. Natürlich gibt es hier keine Truthelle. Ja, ich starte so oft neu, ich krieg doch gar nicht mehr mit, auf welcher Ebene ich bin. Okay, und da ist nur Tod und Verderben. Da nehme ich den Pfeil mit. Und wir gehen in die nächste Ebene mit 5 Leben. Danke, Herr Mobs. Ah, es macht unglaublich viel Spaß, das Spiel. Und dann spiele ich später auch noch im Chor. Oh, Minecraft? Ja, ihr habt doch bestimmt Bock auf Minecraft. Der Eisenschild sieht auch cool aus, oder mehr Bomben. Aber wir gönnen uns Minecraft. Dankeschön. So, Minecraft ist, ja, was man erwartet. Man kann Blöcke gerade vor sich kaputt hauen. Ist halt giga-chill. Das zählt auch als Angriff, allerdings kann man es nicht in der Luft einsetzen, wie die Peitsche. Heißt, man muss die manchmal weglegen. Oder sie zweckentfremden, zum Beispiel um die Falle hier auszulösen, um mehr Bomben zu bekommen. Hihi. Dann kann man das einfach abbauen. Ja, man sollte am ehesten... Ah, guck, man kann sogar Blöcke in der Luft abbauen, wenn man es ganz gut timet. Gucken, dass man sich sehr viel Geld damit holt. Oh, ich muss aufpassen, wenn ich den Pfeil... Ah, man kann auch Blöcke vor sich abgraben, genau. Wenn man in die Luft haut, kann man auch nach unten buddeln. Also eigentlich ultra starkes Tool. So, da können wir runtergehen, das Geld holen und dann kann ich da rüber graben. Sorry, Mops, ich wollte dich nicht hauen. Jetzt läuft er halt. Da kannst du weiterlaufen. Buddel den Mops einfach im Weg. So. So. Hier irgendwas noch? Eine Kiste? Die holen wir uns noch. Sehr schön. Ich glaube, hier unter der Stachel. Manchmal gibt es so versteckte Türen halt. Man kann halt mit der Spitzhacke echt gut gucken. Da hätte ich übrigens drunter laufen können und wäre instant tot gewesen. Kann man immer mal so ein bisschen suchen, wenn man gerade eh die Zeit für hat. Oh, die Spitzhacke kann kaputt gehen, wenn man sie zu viel benutzt. Das wusste ich nicht. Ich habe sie nie so oft benutzt. Okay, also sparsam mit der Spitzhacke sein. Got it. Ich glaube, das Blut war oben, war der Mops. Starke Vermutung. Okay, hier ist eine Pfeilfalle. Die haben, glaube ich, Infinite Range. Das ist sehr spooky. So. Mal gucken kann man mal trotzdem, was hier ist. Ja, den Pfeil nehmen wir mal mit. Das wollen wir nicht. Aber automatisch rennen ist sehr angenehm in dem Spiel tatsächlich. Muss ich sagen, bisher. Also jetzt hat man halt permanent diese Taste runtergedrückt. Und langsam laufen ist ja eher die Ausnahme. Muss ich mich aber auch mehr dran gewöhnen, das zu benutzen, weil so in Kanten und so aus Versehen zu schnell runterlaufen ist ja sehr gefährlich. Aha, ich wollte den Truthahn zählen, aber ich bin auf das Huhn gehüpft. Ah, das Spiel dachte wahrscheinlich, dass ich auf dem Truthahn gelandet bin. Ich mach mal die Blöcke hier kaputt. Oh, Truthani, pass auf. Will ich doch gar nicht umbringen. Da ist noch ein Truthani. Wo ist der Truthani-Mann? Da rechts unten. Okay, warte. Truthahn, du bleibst hier. Ich spreng hier einfach durch. Sollte passen. Ja. So. Ein Truthani? Ich glaube, 2 Stück gibt's. Spielen wir als der auch. So.
Und da ist der zweite Truthahni. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Sprung. Aber erstmal die Falllampe entschärfen. Tatsächlich gehe ich erstmal hier runter. Ja, so soll es safe sein. Also sobald die Fledermaus zumindest weg ist, weil die können sich ja nicht bewegen. So, Missile und dann hüpfen wir auf den Truthahn. Weil der passt ja da nicht durch. Genau. So. Truthahn Nummer 2. Oh, danke. Ich bediene dich an meinem Schatz. Ah, Truthahnflüsterer. So, da ist mein Schlüssel. Öffnen. Okay, was hast du für einen Schatz? Jetzt cool. Bisschen Geld, bisschen Bomben. Da drüben ist sogar ein Shop. Warum hast du einen Shop in deinem Durchgang? Ich habe 9 Bomben. Wir sprengen uns einfach rüber. Die dunklen Steine kann man wahrscheinlich nicht sprengen. Ganz simpel. Ein geheimer Shop. Willkommen, Wiedergeborener. Ich habe Waren zu verkaufen. Eine Flinte für 15.000 oder eine Machete? Ja, nur mit der Machete mit. Dankeschön. Die hat eine Giftarmbrust. Wenn ich es richtig sehe. Die Bomben haben wir mitgenommen, okay. Ja, das sind Giftpfeile. Okay. Ich muss hier raus. Kann ich so einen Truthahn noch mitnehmen? Cool. Möchte ich nicht. Ich gehe. Tschüss. Ich weiß nicht, was passiert, weil ich die jetzt umgebracht habe. Es wird interessant. Ja, die Machete ist, schlägt ein bisschen langsamer zu, heißt, man trifft einfacher eigentlich. Macht aber auch viel, viel mehr Schaden. Bei dem Schlagen von Trommeln hat man immer sehr viele Stacheln hier. Und sehr viel Skelettzeug. Ob es hier so einen eingeborenen Dorf dann gibt? Das klingt so am ehesten nach Trommeln. Oh! Pikachunga! Der wird halt 100 pro so bossmäßig auf mich zuchargen. Ich würde den so gerne besiegen. Okay, der rollt, bis er eine Wand trifft. Nein, tut er nicht. Wollen wir nochmal? Jawohl, wir haben Pikachunga besiegt. Gekochter Truthahn. Ein Truthahn, der auf dem Punkt gegart wurde. Das Fleisch ist zart und voller Geschmack. Ich glaube, mein Leben wurde sehr stark erhöht gerade. Ja, er hat Leben gebracht. Stachelrücken. Der Anführer der Höhlenmenschen. Ein großer Grobian, der das Kleid des letzten Höhlenstachelschweins trägt. Oh, wie cool, dass wir den First Try besiegt haben. Der hat mich halt instant getötet, hätte er mich berührt. Ja, wie cool. Ja, schade, dass er nicht mehr gedroppt hat, aber ist ja schon mal cool. Vielleicht hat er so eine Schatzhöhle oder so. Alles gut. Ah, mein Fallschirm hat sich aktiviert, weil ich da runtergefallen bin. Nice. Schnecke. So, einmal draufhüpfen und dann können wir zack. Oh, ein Charakter. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Alto Singu. Er arbeitet in einer... Was? Leibeserziehung? Arbeitet in der Leibeserziehung. Und will sichergehen, dass sich alle gut um ihre Gesundheit kümmern. Und eine positive Einstellung haben. Der begleitet mich jetzt so ein bisschen. Ah ja. Ja, der ist einfach wie so ein Bodyguard. Okay. Ah, Machete ist schon cool. Wir sprengen hier uns durch. Komm mit. Weg, weg, weg. Die sind sehr dumm. Die sind halt wirklich sehr, sehr dumm. Diese Companions, die man da hat. Ah, und hier ist das Dorf. Ah, und da ist der Schmetterling-Ausgang. Gibt's hier 3 Ausgänge? Da ist ein normaler Ausgang. Da ist irgendwas Verschüttetes. Da kommt man gar nicht rein. Okay. Und hier ist dieser Schmetterling-Ausgang, der mich in den Dschungel gebracht hat. Und da oben ist auch noch was, aber ich habe keinen Doppelsprung. Okay, gehen wir mal weiter. Hallöchen, wie läuft das Abenteuer? Diese Abkürzung sieht gut aus, aber ich bin auf einem Raum voller Fallen gestoßen. Wäre am besten, hast du eine Bombe für mich? Wenn ich ihn einfach hochjagen würde, hast du eine Bombe? Klar. Danke, ich kann es kaum erwarten, die Abkürzung zu machen. Okay, noch einmal und dann haben wir, glaube ich, die Abkürzung.
Schau mal, wie aggressiv der ist. Zack. LOL! Der verkauft hier einfach Truthähne. Und das Schild da oben ist einfach so ein Hundekopf. Willkommen in Youngs Zooladen. Ja, genau. Warte, die kann ich trotzdem aufheben, glaube ich. Ja. Zur. Ich hau sogar damit zu, wenn ich auf dem Mount bin. Wie cool, dass es überhaupt Mounts gibt. Ey, auf die kann man nicht draufhüpfen übrigens. Die beißen dich einfach. Oh, ich wollte nicht meinen Kollegen hauen. Er verzeiht mir aber. Halt. Okay, an Wänden festhalten macht mein Truthahn weg. Ja, ich möchte niemanden opfern. Wenn man irgendwie so 3-4 Sachen opfert, dann kann man halt echt gute Waffensachen bekommen. Aber das müssen wir ja noch nicht. Halt, die haben Stacheln. Ich erinnere mich. Das haben wir in der letzten Folge gelernt. Ja, ich suche nur gerade einen Weg nach unten. Hier? So? Wenigstens keine Moskito-Version. Was ist Moskito? Ihr wisst schon, die KI scheint ein bisschen klüger geworden zu sein. Okay, wir wollen da rüber hüpfen. Companion? Okay, okay. Puh. Dornenranke. Die Dornen an diesen dicken Ranken sind nicht lange genug zum Fällen, aber sind scharf genug, um übel zu stechen. Blöcke, die man nicht berührt. Okay, ist da reingehüpft. Tschüss. Wotan, kannst du aufhören, mich immer zurückzulassen? Danke. Mal gucken, ob da irgendwas ist in die Richtung. Da ist ein Durchgang da oben, aber hey, komme ich hier nicht rein. Gehen wir weiter. Auf unserem mächtigen, noblen Mount. Mächtiger Truthahn. Ah, wenn ich mich ducke, schlägt er, okay. Ja, ist ein bisschen doof, dass ich meinen Truthahn da nicht so einsetzen kann. Hier ist ein Durchgang, aber ich kann den nicht benutzen, weil der scheinbar zu ist. Also jetzt sollte ich hier rein dürfen. Ach, man darf nicht auf Truthahn da rein. Oh, wer bist du? Du bist 100 pro nett. Danke, ich kann nicht glauben, dass ich dort stecken geblieb. Oh. Habe ich die schon freigespielt dadurch? Ich hab Danke gesagt. Ich denke mal. Oh, guck mal, das ist die Shop-Inhaberin und die ist schon... Die hat schon ein Wanted-Poster von mir. Ah. Die ist also hier in dem Waldgebiet unterwegs. Ich weiß nicht mal, ob das das offizielle zweite Gebiet ist jetzt. Aber wir wollen die auf jeden Fall meiden, weil sonst rastet die komplett aus und tötet unseren Truthahn. Oh, unser Truthahn ist vergiftet. Zieh dich! Löst dich in Geld auf! Okay, cool. Wir können in ihren geheimen Shop-Eingang reingehen. What the fuck? Warum zur Hölle hast du sowas? Oh, oh. Tschüss. Hallo. Das ist fucking mysteriös hier. Gefällt mir. Hallo, ich hätte gern diesen Edelstein. Aber so eine kleine Minecraft-Kammer. Aber wie deaktiviert man diese Laser-Dinger? Oh, ich kann den abbauen. Er fühlt sich beschützt. Vierblättriger Klee, ein seltener Klee. Er wird von Kobolden geschätzt, weil er Schutz und Glück bringt. Okay. Leute, wir machen hier einfach krasse Entdeckungen. Und ich liebe es. Da unten ist auch noch ein Raum. Aber ich habe kein Seil. Deswegen will ich mal jetzt nicht nach unten mich buddeln. Wo ist meine Machete? Da eine Ebene weiter unten. So, und raus hier. Ja, leider habe ich meinen Truthahn bei unserer Mission verloren. Da wollen wir nicht runtergehen, das ist gut zu wissen. Ich könnte die Armbrust halt auch mitnehmen mit dem Giftpfeil. Nur mit Ducken kann ich das ablegen. Ich musste gerade ein bisschen testen. Giftarmbrust klingt halt auch cool. Ist wahrscheinlich auch besser, theoretisch. Aber auch schwerer einzusetzen. Okay. Krabbel, krabbel, krabbel.
Okay, haben wir das. Jetzt müssen wir nur noch den Affen besiegen. Alter, der Affe hat uns geholfen. Okay, der Pfeil geht kaputt. Ah, warte, ich hab den Pfeil wieder, aber er ist nicht mehr vergiftet. Ah, der ist noch vergiftet. Er ist tot. Der Boomerang ist cool, weil, da, Boomerang, eine gebogene Holzwaffe, die zu ihrem Besitzer zurückkehrt. Kann man so werfen. Macht Damage und kriegt mal zurück. Aber ich glaube, eine Armbrust ist trotzdem noch stärker. Gehen wir weiter. Jetzt wird's gefährlich. Ist Rekordlänge, glaube ich, ne? Wieder, wie wir hier leben. Dschungel habe ich, glaube ich, nur eine Ebene bisher geschafft. So, ich will auf jeden Fall hier runtergehen. Ja, hier sieht chillig aus. Oh Gott, wenn die können so eine Bombe aus mir rauskrabbeln. Gefährliche Kackdinger. Die haben Raum aufgedeckt. Danke. Die Affen. So, ganz vorsichtig einmal runterkrabbeln. Okay, hier ist es hell. Auch noch nicht erlebt. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Schattenshopping. Erreiche den Schwarzmarkt? Ja. Ups, hier sind überall Stacheln. Muss aufpassen. Fühlst dich beschützt. Noch ein vierblättriger Klee? Macht der vierblättrige Klee, dass kein Geist kommt für eine längere Zeit? Guck mal, da oben ist jemand. Ich habe halt keine Seile. Aber wir sind beim Schwarzmarkt, also sollte Shoppen möglich sein. Oh, ein Charakter. LOL! Was bist du denn? Unga Chunga. Der ist cool. Warum kann ich hier nicht durchgehen? Hallo, du darfst mitkommen. Unga Chunga. Be my guest. Okay, ich glaube, er ist verwirrt, dadurch, dass ich ihn einmal festgehalten habe. Okay, da drüben ist ein Shop. Unga Chunga, geh mal hier hin. Ich muss hier gerade sprengen. Zwei Blöcke sollten, glaube ich, mit der Bombe weggehen. Unga Chunga, ist alles in Ordnung? Er schläft einfach, okay. Unga Chunga, ist alles egal. Ah, er folgt mir trotzdem. Lol, wie viel Geld hier ist. Unga Chunga, hebt's doch auf. Ist aber der wahre MVP. Ich muss übrigens aufpassen, dass nicht dieser Troller hier unterwegs ist. Kann ich mir sogar einen Mops kaufen? Telepack? Ein Jetpack, was teleportiert? Also Teleporter kann man sich instant umbringen. Super gefährlich. Hoverpack für 30.000. Da kann ich mir einen Bodyguard kaufen. Wir holen mal das Hoverpack. Eine Verfeinerung olmitischer Technologie. Damit kannst du endlos schweben. Ah, ich kann nicht auf Höhen wechseln, aber ich kann auf der Höhe stehen bleiben, wo ich bin. Ja, muss aber nur nochmal A drücken. Okay, ist cool. Hallo, mach mal ein wenig Shopping. Okay, alles klar. Ja, schweben klingt cool. Das braucht man wahrscheinlich fürs Ending. 40.000, okay. Dem seinen Shop will ich nicht sprengen. Hier runter? Ja, hier geht's weiter, okay. Waren wir hier rechts? Ah, da gibt's Bomben und einen Kompass. Kompass zeigt dir an, wo das Ziel, wo immer der Ausgang auf einer Ebene ist. Auch ganz chill eigentlich. Seile, ja. Bitte. Zweimal Seile, bitte. Ja, Seilhaufen weiß ich, was der macht, danke. Und der Kletterhandschuh, kann man Wände klettern und damit hat man höheren Sprung. Schade, dass wir ein bisschen wenig Geld haben. Ich guck gerade, aber ich glaube, hier ist nirgends eine Wand, die man sprengen kann, ohne alle wütend zu machen. Nee. Okay. Ja, müssen wir weitergehen. Ein Hexenmeister oder so? Ich bin verflucht. Mein Leben ist nicht mehr so viel wie erwartet. Oder geh mal hoch. Angriff. Ja, mehr Angriff. Okay, er ist tot, aber wir sind immer noch verflucht. Das ist doof. Okay. Zack, 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 raus.
Wir haben unseren Kumpel noch dabei, aber unser Herz ist irgendwie verflucht. Kannst absolut nichts sehen. Okay, dann nehmen wir die Fackel mit. Und dann fliegen wir einfach ein bisschen. Da ist ein Hexenmeister. Oha, der kann mich einfach töten. Wahrscheinlich, wenn ich verflucht bin, kann der irgend so einen Zauber machen und mich instant umbringen. Aber wie entfluche ich mich? Weiß ich nicht. Aber wir können mal Charakter wechseln jetzt drücken. Und sollten hoffentlich mehr haben. Alto, Necker. Ah, die eine, die Danke gesagt haben, haben wir nicht. Aber wir haben Necker. Das ist eine Frau, oder? Oh, gar nicht gesehen, vor lauter Action. Hallo. Ich hier um Olmec töten. Stirb. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier nochmal einen Run starten, war's das für heute. Ich glaube, wir haben genug erlebt und gesehen. Lol, eine Armbrust. Okay, ich gecuttete Run. Machen wir es so. Lol, eine Kamera? Ach, damit kann man den Geist fotografieren. Diese schicke Kamera ist mit dem leistungsfähigsten Blitz auf dem Markt ausgestattet. Genau, damit kann man den Geist einfrieren und der droppt dann, glaube ich, Geld. Das ist ein sehr riskantes Tool. Alter, ich bin beritten mit Pfeil und Bogen. Aber wie kriege ich die Truthähne nach oben? Weil da über mir ist der Truthahnmann. Aber ich sehe keine Möglichkeit, wie ich die Truthähne hochbringen kann. Muss doch irgendwie möglich sein, oder? Lol, meine Seile sehen anders aus als Höhlentyp. Das ist cool. Den Kanten festhalten geht nicht mit dem Truthahn, ne? Ja. Muss ich von oben irgendwie einen Weg runterspringen. Dann nochmal hier den schweren Sprung schaffen, ohne auf den Stacheln zu landen. Ich glaube, die können nicht an den Stacheln landen, weil sie so langsam fliegen. Hoffe ich einfach mal. So, bitteschön, dankeschön. Check ich sehr gerne aus. So, diesmal töten wir auch nicht deinen Schwarzmarkthändler. Ach, hast du gar nicht diesmal. Ja, gib mir einfach nur ein paar Seile. Ah, das war so ein bisschen random. Okay. Cool. So, und trotzdem darf ich... Ah, ich darf nicht sein Hühnchen klauen. Got it. Der wird mich auch wütend machen, ganz ehrlich. Ja, tschüss. Ich wollte eh keinen Truthahn haben. Wollen wir es riskieren? Ja. Der ist eigentlich geschenkt, muss ich sagen. Oh, was ist hier denn? Ein Raum. Hallo? Ah, das ist die Kiste für den goldenen Schlüssel. Oh, Big Chunk ist es hier wieder. Dann nehmen wir erstmal die Mobs mit und hoffen einfach nicht, dass wir in den Big Chunkes Part reinlaufen. Aua, Skelett. Da ist der Big Chunkes Raum, okay. Dann hüpfen wir mal hier nach links. Okay, man muss, glaube ich, durch den Big Chunkes Bereich durch. Standardmäßig. Natürlich habe ich es nicht geschafft, auf den zu hüpfen. Hey, Big Chunkes. Tschüss, Big Chunkes. Kannst du die andere Seite auch nochmal öffnen? Danke. Cool von dir. Immer noch nichts. Ja, folg mir mal. Mir gar nicht durchkommt, ne? Ohne eine Bombe. Bisschen komisch. Hey, wir haben ja Bomben. Aber vielleicht hier oben dann, wenn er rechts durch seine Wand ist. Als ob da eine Fledermaus hinter der Tür war. Okay. Mal guck mal, selbst die hat einen Pixelart. Cool. Na gut, bleiben wir erstmal bei dem Charakter hier. Warum nicht? Ist jetzt hier unten was anders? Ne, nur das Tutorial ist hier wieder, ne? Ach, aber die wohnen hier im Tutorial. Hallo, was macht ihr hier? Chillen, okay. Ja gut, dann war es das mit einer weiteren Folge Spelunky. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hui. Bis dann, euer Zimbelmann.